Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft auf PS4. Ja, ich bin jetzt mal wieder nach Hause gelaufen, denn ich wollte mir eine kleine Farm bauen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich würde sagen, 1, 2, 3, 4. Und dann kommt hier das Wasser hin. Denn, es geht nur auf 4 Felder. Ich mache das nämlich so immer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann immer diagonal. Dann werden wir aber auch mal gucken, dass ich noch einen Zaun drumherum baue. Denn Monster, die darauf rumlaufen, machen das Feld nämlich kaputt. Ich habe auch noch ein paar Samen gesammelt, wie man in der Leiste sehen kann. Dann habe ich mir überlegt, dass ich mal anfange, so ein kleines Lager zu bauen. Habe ich nicht irgendwo schon einen Komposter oder sowas? Also nämlich alles ein bisschen durcheinander hier. Was brauche ich denn? Zaun? Warte mal, erstmal. Ach, hier, da. Der kann auch schon weg. Oh, hier sind ja noch mehr Samen. Ja, die können alle weg. Die tue ich gleich mal. Die tue ich gleich mal weg. Ach, und einen Steinsäge habe ich auch schon. Stimmt, die kann ich eigentlich mal aufstellen. Also, ich werde jetzt nicht hier immer bleiben. Das soll noch. Ich will noch ein richtiges Haus bauen. Später irgendwann mal. Ich brauche nur eins. Mal sehen, ob das reicht, was ich hier gemacht habe. Ach, du doch nicht. So, ich würde sagen, dann mache ich das mal hier hin. Wir können hier auch schon Fackeln drauf, damit ich weiß, wo der Eingang ist. Das wird alles mit der Zeit noch ein bisschen größer. Aber ja, wenn wir noch was bauen müssen. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen was. Warte mal. Ja, hier war doch irgendwo noch Holz. Das sollte, glaube ich, gehen, ja. Egal, ob das jetzt Dings ist oder Dings. Ist das halt verschieden. Kann ich ja später noch irgendwann mal ändern, wenn ich Bock dazu habe. Wenn das mal umgebaut wird. Aber es wird wieder nicht reichen. Eins, zwei, drei. Mir fehlen 3 Zäune. Das gibt es doch nicht. Eins, zwei. Oh, jetzt macht er auch noch ganze Stacks. Egal, da haben wir ein bisschen was. So. Hier eine. Hier eine. Und hier eine. Das sollte reichen. Dann lassen wir das mal wachsen. So, jetzt muss ich überlegen, wo mache ich das Lager hin? Erstmal ein bisschen was wegkramen. Was ist denn das? Erde? Wo kommt die Erde her? Ich werde jetzt erstmal den Komposter aufstellen. Erstmal das, das. So. Können wir ein bisschen Knochenmehl machen mit. War Knochenmehl. Aber kein Weizen. Ja gut. Keine neuen Samen. Ja, wo mache ich denn das Lager jetzt am besten hin?
Obwohl, ich könnte das eigentlich hier drin machen. Das kann erstmal weg. Das auch, das und das auch. Da kann hier vorne dann Werkstatt und Werkstatt sowas sein und sowas. Da baue ich hier draußen irgendwann mal ein Haus hin. Überlegt, dass ich immer so verschiedene Bereiche mache. Einmal so zum Beispiel links lang Holz, rechts Nahrung und sowas. Ah, wo kommen denn? Ja, ist okay, ich baue das mit der Axt ab. Oh, Kohle, ja gut. Gehe ich mal hier rein. Werden wir mal sehen. Okay, du kannst dann aufschreiben. Ich musste gerade mal eben den Spawnpunkt neu setzen. Ach ja. So, machen wir hier mal weiter. Ich werde gleich noch eine Reihe nach oben wegnehmen. Oder zwei. Da kann ich nämlich drei Reihen nach oben machen. Ja, die Wände muss ich, glaube ich, noch ein bisschen anders machen dann. Also mal eben. Oh, das war zu viel. Es wird alles später noch nachbearbeitet. So. Erstmal nur den Grundriss machen. Und da geht die Musik auch schon wieder los. Hier machen wir mal noch drei. Hier machen wir schon vier. Erstmal eine Fackel hier rein, dass hier Licht ist. Irgendwo habe ich auch noch eine Spitzhacke. Wartet mal. Ich mache mal ein Loch rein. Ich glaube, ich mache das auch alles wieder aus Akazie. Ja. Erstmal wieder zu hier. Ja, eigentlich immer eine Schaufel, aber naja, ich habe jetzt keine Lust mehr zu bauen. Ist ja nur erstmal anfangen. Teil werde ich, denke ich mal, offscreen machen. Das ist, glaube ich, im Interesse von allen. Das werde ich hier das sehen. Will ja keiner sehen, wie ich hier stundenlang rumbusel. Ich werde aber dann später 5 Frauen wegnehmen, um eine vernünftige Decke reinzuziehen. Aber die Kohle baue ich noch ab. So. Oh, Spitzhacke Putzki. Aber ich vergesse immer, dass ich doppelt nach vorn drücken muss, um eine Eisenspitzhacke. Ja, ist nicht schlimm. Hab ja noch ein bisschen Eisen. Ich habe mir überlegt, ob ich die Kisten einzeln mache oder Doppelkisten. Aber ich würde sagen Doppelkisten, weil dann kann ich nämlich Schilder dran machen und draufschreiben, was da drin ist.
doch, ich nehme noch eins weg. Ich habe schon wieder Hunger. Gut, dass mir die Koordinaten aufgeschrieben haben, wo mein Zuhause ist. Der, boah, ich war ewig unterwegs, als ich jetzt zurück wollte. Ah, ich habe mir die Koordinaten aufgeschrieben, wo wir waren mit den Korallen da. So, haben wir schon mal halbwegs den ersten Raum. Nur so grob. Nee, nee. Soll ja alles seine Richtigkeit haben hier. Jetzt muss ich auch mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erstmal 6 rein. 4, 5, 6. Weiter nicht. Ich höre ein Skelett. Hier ist irgendwo eine Höhle. Oh Gott. Das ist natürlich doof. Dass hier eine Höhle ist. Da gibt wieder mega Stein. Da kann ich eigentlich ein bisschen. So, Bruchstein kann ich dann als Fundament nehmen. Ein paar Ziegel draus machen auch noch. Ja, gut, ist jetzt nicht mehr viel. Die Zeit ist eh gleich rum. Mal gucken. Dann werde ich mal, so weitermachen, dass wir dann im nächsten Part hier einrichten können. Dass ich da mal ein bisschen Holz sammle, also ziemlich viel Holz sozusagen. Für Kisten, für Truhen meine ich, und für Schilder. Schade, dass man nicht aus Steinkisten machen kann. Hätte man so schöne Steinkisten machen können. Aber ich glaube, vorher werde ich erstmal die Wände und die Decke machen und den Fußboden. Ja, dann war das der Glockenton für Folge ist vorbei. Ja, mal sehen, wie es das nächste Mal weitergeht. Das war jetzt nicht wieder mega spannend, aber naja, was soll man machen? So, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Oh, falsche Richtung. Mal gucken. Aber wir können da ja ein paar Häuser abbauen, da haben wir auch ein bisschen Holz. Und mit dem vorhandenen Material, mit den Stufen und so was, kann ich mir ja auch ein Haus bauen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und macht die Tür nicht so oft auf und zu. Tschüss und bleibt gesund natürlich.